Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Fortnite euren Lobby-Background ändern könnt. Das Ganze ist sehr einfach. Dort könnt ihr jedes x-beliebige Bild nehmen, was ihr als Hintergrund wollt, Leute. Ich zeige euch das mal. Als allererstes schließen wir Fortnite. So, dann gehen wir zu dem Ort, wo wir Fortnite installiert haben. Bei mir ist es bei C, Programme, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game. Wenn ihr dann hier seid, auf Persistent Download, Leute, auf CMS, und dort haben wir dann einen Ordner, dort haben wir dann einen Files Ordner, da klickt ihr drauf, und, ja Leute, hier, als nächstes brauchen wir ein Foto, was ihr wollt, als Background nehmen wollt, da habe ich schon eins fertig gemacht, hier mein Logo, dieses Foto fügt ihr einfach hier in den Ordner ein. Die Datei im Ziel ersetzen, Leute. Ganz einfach. So. Wichtig ist, Leute, das Foto, was ihr reinpackt, das muss diesen bestimmten Namen haben. Diesen Namen werde ich einfach in die Beschreibung packen. Das könnt ihr dann kopieren und euren Background so nennen. Sonst klappt das Ganze nicht, Leute. Sobald ihr das dann mit umbenannt habt und hier reingesetzt habt und das andere ersetzt habt, geht ihr nochmal zurück. Geht ihr auf Fortnite Game Ordner. Geht einmal auf Eigenschaften. Macht den Schreibgeschützhaken weg, auf OK, dann macht den Schreibgeschütz wieder rein, okay, okay, übernehmen. So, dann starten wir einmal Fortnite. Wenn ihr das Spiel nun gestartet habt, Leute, sind wir auch schon fast fertig. Ihr müsst nur noch auf Einstellungen gehen, ganz rechts auf diesem Männchen. Dort macht ihr euren Textchat einmal auf Aus, das Ganze wendet ihr an. Dann geht ihr einmal rüber auf diesen Zahnrad. Ändert eure Sprache, ich mache es mal auf Englisch, weil das jetzt am einfachsten zu verstehen ist. Auf Confirm, wieder zurück auf dieses Männchen ganz rechts, Leute. Show Text Chat auf On, wieder übernehmen. Dann geht ihr wieder hier rüber, macht eure Sprache auf Deutsch, das Ganze übernimmt ihr, bestätigen. Und wenn ihr zurückgeht, habt ihr dann euren Custom Lobby Background. Bei mir ist es jetzt mein Logo, Leute. Es ist, ja, ihr könnt das mit jedem x-beliebigen Foto nehmen. Das Wichtige ist einfach nur, dass ihr euren Background halt umbenennt. Nehmt dazu den Dateinamen, den ich in die Beschreibung packe. Falls euch das Video nun gefallen hat, Leute, würde ich mich über ein Like freuen. Ein Abo wäre nicht schlecht und es wäre auf jeden Fall richtig cool von euch, wenn ihr meinen Creator-Code Geist im Itemshop eintragen würdet. Das Ganze kostet euch nichts und ihr würdet mich auf jeden Fall sehr supporten damit. Vielen Dank, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao.